Nordkorea hat zusätzliche Lieferungen von Artillerie und Raketen nach Russland geschickt, um seinen Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen, während seine Truppen in den Kampf eintreten, sagte ein südkoreanischer Gesetzgeber. Seoul hat den Norden beschuldigt, Tausende von Soldaten und Containerladungen mit Waffen nach Russland zu schicken, während die militärischen Verbindungen zwischen den beiden Ländern sich trotz westlicher Sanktionen verstärkt haben. Pyongyang hat auch zusätzliches Personal geschickt, um die neuen Waffen zu warten und zu reparieren, da diese nicht Teil des konventionellen Arsenals Russlands sind, fügte er hinzu, ohne Details zu nennen. Weder Pyongyang noch Moskau haben die Anwesenheit nordkoreanischer Truppen in Russland bestätigt. Pyongyang erklärte letzten Monat, dass die Stationierung von Truppen in Russland im Einklang mit dem Völkerrecht stehen würde. Kiew begann einen Tag, nachdem die Vereinigten Staaten Kiew die Erlaubnis erteilt hatten, amerikanische Langstreckenraketen zu verwenden, um militärische Ziele innerhalb Russlands zu treffen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich geweigert, einen Angriff innerhalb Russlands mit amerikanischen Langstreckenraketen zu bestätigen oder zu dementieren. Er erklärte jedoch, dass die Ukraine über ein breites Arsenal an Langstreckenwaffen verfügt.